Ein schnurriges Willkommen bei Punky spielt Albion. Ich habe mir jetzt, es ist auch eine ganze Weile her, seit ich die erste Aufnahme gemacht habe, vielleicht ist es sogar eine gute Sache. Ich habe mir jetzt nämlich die letzten beiden Folgen nochmal angeguckt und mir ist da eine Idee gekommen, was wir machen können. Und zwar zunächst einmal drehe ich mir die Lautstärke vom Spiel runter. So, genau, da sieht man noch hier wieder die Details in YouTube, nämlich das YouTube-Video. Das vorletzte Folge. So, und zwar hatte ich weiß gar nicht mehr, ob es Dreh oder Sira war, aber im Prinzip weg, ich weiß nicht, ob es Dreh oder Sira war, aber einer von den beiden SKI hatte gemeint, wir sollten noch mal mit allen wichtigen Personen von den Städten reden, um mehr über ein Problem rauszufinden, denn es hatte sich ja in, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Städte hießen. Ich glaube, unten die Stadt war Beloveno. Dann sind wir nach Kaunos gegangen. Und hier ist Remarina. Ich glaube, das war Beloveno unten. Unten hatte ja einer der Ratsmitglieder uns gesagt, dass er glaubt, dass sich da irgendwelche Probleme anbahnen. Und abgesehen davon, dass er glaubt, dass einer von den Ratsmitgliedern korrupt sei oder so. Und mit diesem Tabu. Ich weiß es tatsächlich jetzt noch gar nicht, weil ich habe das Spiel ja schon durch. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ich weiß, hier gibt es dann irgendeine Stelle, wo man, also wir müssen irgendwann in dieses Heiligtum rein, weil da Monster rauskommen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Hint schon gekriegt haben. Das hier ist natürlich eine blöde Stelle, weil ich weiß, ich kann mich erinnern, ich bin damals auch 20 Mal hin und her gerannt und wusste nicht, was ich machen soll. Hab dann in eine Lösung geguckt. Ich weiß es aber jetzt auch nicht mehr genau. Ich habe nicht eben nur zwei Videos gesehen. Ich weiß nicht genau, ob wir den Hint schon gekriegt haben. Aber wir haben noch nicht mit dem Chef von Kaunos gesprochen. Und das machen wir mal. Zu den Kenget Camulos möchte ich jetzt erstmal nicht, weil ich glaube, es hieß ja, dass die es nicht mögen, wenn Besucher kommen. Ich nehme mal an, dass wir da dann nur unnötig kämpfen müssen und nicht wirklich weiterkommen. Deswegen jetzt erstmal hier. Was könnte Sira hier noch? Die ist schon Spoiler Level fast, ne? Ja, genau. Nein, ich muss hier klicken. Die anderen beiden. Ja, die Panik bringt nichts, wenn die wegrennen, dann kriege ich die Erfahrung nicht. Und der Feuerregen geht nur auf eine Zeile, aber das mache ich jetzt trotzdem, wobei der ist hier gerade keine Magie übrig. Dann würde ich sagen, greife ich einfach nur an. Ich lasse den erstmal vorkommen. Ah, vielleicht ist es ganz sinnvoll. Sie hat noch Magie. Wobei, der wird schneller sein. Der wird sich erst bewegen, bevor wir angreifen. Ja, nee. Da hätte ich jetzt die Dornenschlinge machen können. Naja, gut. Ach, ja, okay, er ist blockiert. Ich es jetzt einfach noch mal auf gut Glück, die Dornenschlinge hier rauf. So, jetzt habe ich hier ein leichtes Kribbeln im Hals. Jetzt ist er natürlich vorgerannt. Ich schenke mir mal eben ein Wasser ein. So, und trinke mal eben einen Schluck. Und das solltet ihr vielleicht auch mal machen. So. So. Und jetzt ist der Warnjak dran. Ich hätte vielleicht schlafen sollen oder sowas. Den kann ich immer noch machen. Ja, ja. Das Kratzen reißt nicht ab. So. Dann wollen wir noch mal hier einmal kämpfen. So, der rennt zum Glück nicht weg. Das heißt, wir können hier direkt drauf bolzen und die Erfahrung geben. So, jetzt müssten wir sowieso langsam wieder schlafen. Die Erfahrungspunkte ist sehr schön. Ist hier zu gefährlich? Okay, dann gehen wir erstmal zurück. Vielleicht ist es vor der Stadt weniger gefährlich. Ja, ist es. So, jetzt wird es natürlich gerade dunkel und warten kann ich hier nicht mehr in die Stadt und warten, bis es wieder hell ist.
zur 19 Uhr, das ist 7 Uhr, da kann ich eigentlich locker 12 Stunden warten. 12 Stunden. So. Dann haben wir es wieder hell. So, und zwar war da in Kanos, war da ja dieser Typ, der gesagt hat, ey, ihr könnt hier nicht rein, hier, das sind die Schlachtgemächer vom Chef. Und da habe ich dann einfach gesagt, ja, tut mir leid, tschö. Und jetzt werde ich da einfach mal ein bisschen forceful drauf pochen, dass ich da rein kann. So, wir haben ja schließlich... Wir haben ja mehr oder weniger einen politischen Auftrag von Rudolf-Ludwig, vorausgesetzt, das ist der richtige Name der Stadt. So. So, was kann der hier machen? Tatsächlich kann er die Beschleunigung zaubern hier. Und er wird den, der Feuerring ist auch schon den Blitzstrahl, wenn dann. So. Wenn, dann nehmen wir auch gleich noch mit, dass wir leveln können. Ja, das ist so ein glitchy Ding in dem Spiel. Dass das manchmal tut macht. So, jetzt greifen die natürlich hier direkt an. Nein. So, ich habe hier leider keine Maus, wo ich die Empfindlichkeit der Maus einstellen kann. So. Ja, die sind schon ein bisschen härter, die Gegner. So, mal weiter draufhauen. So, den Grundi hat es schon mal erwischt. So, kann er jetzt nochmal hier... Ja, er kann auch nochmal einen Blitzstrahl auf die beiden machen. Das ist doch schön. Auch wenn es jetzt nur einen trifft, aber der Blitzstrahl wurde gelevelt. So, dann bewegen wir uns mal hier hin. Er rennt aber jetzt... Nein, er rennt nicht weg. Okay. Umso besser, wenn die beiden einfach draufhauen. So. Ja, was passt von mir hier noch? Ich sitze irgendwie komisch da, merke ich gerade. Mein Rücken beschwert sich nämlich. Ich nehme mich mal ein bisschen zurück. So. In der Hoffnung, dass es meinem Rücken besser gefällt. So, dann gehen wir mal hier weiter nach unten und dann müsste es irgendwo wieder in die Berge gehen. Und hier ist nochmal so eine. Jetzt kam mir natürlich die magische Energie nicht mehr um. Na gut, das sind auch nicht mehr so viele Gegner. Weißt du was, wir schauen noch mal, ob wir die Dornenschlinge auf den Grundier machen können. Dann steht er nämlich erstmal da. Nein, der ist schneller gewesen. So, jetzt steht er natürlich richtig ungünstig da. Das heißt, der muss jetzt hier tatsächlich... Der nimmt jetzt seinen Feuerball hier drauf. So... Ich habe jetzt einmal nichts machen lassen, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass er Pazifist sei, dass er das eigentlich auch gesagt hat. Und dass er einen belohnt, wenn er möglichst wenig kämpfen lässt. Ich weiß natürlich nicht, ob das Ganze so angelegt ist, dass ja, sie ist jetzt natürlich recht spät dran. Der auch. Das heißt, wiederbeleben geht nicht. Ich müsste wahrscheinlich jetzt erstmal einen Heiltrank trinken. So, die hat natürlich unser Packesel. So. Und die zwei können auch schon mal hier sich nützlich machen, die Skrins zu behaften mit den Waffen. Ja, das ist... Sie hat die leichte Heilung, er hat die starke Heilung, hat aber keine magische Energie mehr. Deswegen wird sie die leichte Heilung einsetzen. Ist natürlich jetzt doof. Ja,
nicht. Das habe ich befürchtet. Aber das ist okay. Das ist sehr okay so. So, wie mache ich das jetzt? Ich guck mal, wenn sie sich hier rüber bewegt. So, genau. Dann kann Dreh sich nämlich hier rüber bewegen. Und sie kann jetzt heilen. So, und ihr zwei könnt jetzt einfach draufhauen. Sehr schön. Und Rainer hat eine Stufe erreicht, Meltas hat eine Stufe erreicht. Ist das nicht schön? So. Das sind schon anspruchsvollere Kämpfe hier. Da sind auch noch Früchte dran. Oh, Moment. Das ist eine Furcht. Es ist eine Furcht. Wir die letztens auf dem Weg hierher. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob wir vielleicht jetzt aus Versehen zu dem. Ich laufe einfach mal lang. Es kann sein, dass wir jetzt zu diesem Heiligtum laufen. Ich speichere mal unter Gefahr. So. Und dann sind gleich zwei sogar. So. Und zwar haben wir, ja gut, das ist genau das Problem, was ich habe. Wir haben Dämonen vertreiben. Ja. Das war jetzt sehr blöd von mir. Ich würde sagen, es ist ein Fall von Laden. So, Spielladen, weil wir sollten Dämonenvertreibung können und das machen. Und ich glaube, wir sind auch unterwegs in die falsche Richtung gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist eine Weile her. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir hierher gelaufen sind, obwohl ich die Videos gesehen habe. Ich bin ja nur so grob durchgesprungen. Und meine Erinnerung ist tatsächlich nicht die beste, wie man merkt. So. Ich habe jetzt eine Weile tatsächlich im Morrowind gespielt am Stück. Und das hier müsste jetzt der Weg zu dem König Camulus sein, wenn ich mich irre. Moment, hier geht es auf den Berg hoch. Ja, dann ist das doch der Weg. Also hier hoch. Und dann nach Süden. So. Und hier müsste jetzt irgendwo das Dorf sein, der Kronos. Und einen zweiten Fehler gemacht. Ich habe mir hier eine Uhr gekauft. Die 30 Minuten einer Folge. Ich bin ein wenig verwirrt. Ja, man merkt, die 30 Minuten einer Folge zählt. Ich habe die gar nicht angemacht. Das heißt, ich muss jetzt immer mal, während ich spiele, wieder auf das OBS-Fenster lunsen. Genau das wollte ich vermeiden. Ja, genau hier, da müssen wir hin. Also wir sind höchstwahrscheinlich zu dem Heiligtum gelaufen eben. Aber wie gesagt, ich weiß, dass da Monster rauskommen. Dann geht's nochmal hier hoch. Und jetzt muss ich wieder gucken, welche Hütte die richtige war. Ich nehme ja an, hier die mit dem südlichen Eingang. Und ja, das ist die richtige Hütte. Aber nämlich das Problem, dass wir noch nicht voll aufgeladen sind. Und deshalb sollten wir nochmal rasten. So, jetzt ist es zwar Nacht, aber das ist nicht schlimm. Jetzt speichere ich erstmal wieder. Das möchte ich den ganzen Weg wieder laufen müssen, das wäre schon irgendwie doof. Und dann gucken wir mal, ob wir dem aufs Maul hauen müssen.
oder ob wir den überzeugen können. Ab hier beginnen die, ich habe also hab keine Ahnung, Einladung. Ich habe keine Ahnung, es ist ein bisschen wichtig. Tut mir leid, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Okay, ich habe mehrere. Das ist ja ein klassisches Dialogrätsel. Wir brauchen keine Einladung. Oh doch, die braucht ihr. Was glaubt ihr denn, wie ihr seid? So schwätzt nicht länger rum und macht, dass ihr weiterkommt. Also in diesem Ton redet niemand mit uns. Moment, ihr habt meine Ehre zuerst beleidigt. Das tut nichts zur Sache. Darüber haben wir schon gesprochen. Ihr kennt die Bedingungen. Du siehst den Ernst der Lage nicht. Den sehe ich tatsächlich nicht. Es geht um politische Angelegenheiten. Ihr scheint es hier enorm wichtig zu haben. Schön, ich werde euch durchlassen. Ha. Wenn ihr mein Vertrauen missbraucht, werde ich euch töten. Schon wenn ich ihn jetzt anschwätze. Gebt mir erst den Augen. Was wollt ihr denn noch? Ja, okay. Dungeon. Also das hier ist die Tür. Nee, das ist nicht die Tür nach oben. Das ist einfach nur eine Tür. Okay, unsere altbewährte Taktik, immer rechts an der Wand lang. Blub, blub. So. Hier scheint nichts Besonderes zu sein. Das sind Fässer, die aber nicht, mit denen ich nicht agieren kann. Natürlich weiter, ob ich hier an den Wänden irgendwelche Schalter sehe oder so. Nein. Das hier sind auch keine Schalter am Boden. Also dieser Raum hatte schon mal nichts. Guck mal auf die Übersichtskarte. Da war ein Gerümpel. Da war ein Gerümpel, was ich übersehen habe. Übersichtskarte? Das ist auch tatsächlich hier. Nee. Komisch. Nein, das ist weiter südlich. Hier? Ah, das ist doch auch nur ein Fass. Wieso ist das auf einmal ein Gerümpel? Ich beschwere mich nicht mehr. Wow. Nice, jede Menge Heiltränke und Mana-Tränke. Kann natürlich gut sein, dass wir die brauchen werden. Von daher gerade nochmal speichern. Achtung, Gefahr. So. Oh, das war's schon. Okay. Also haben wir dem einfach ein paar Heiltränke geklaut. Naja. Die waren ja scheinbar zum Mitnehmen gedacht. Gucken wir nochmal hier rein. Der scheint uns ja sich nicht daran zu stellen, dass wir hier sind. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich lasse mich neuerst ungern mal bei den Vorbereitungen meiner Angesprachen stören. Also, was möchtet ihr von mir? Was könnt ihr über die Ansprache sagen? Ach, von Zeit zu Zeit ist es nötig, dass ich das Allgemeinwissen der Einwohner von Kaunas etwas aufbessere. Ich veranstalte da eine Art von Gottesdienst. Mit diesem Wort dürftet ihr wohl noch am ehesten was anfangen können. So haben meine Stammesbrüder schon einen beträchtlichen Wissensstand erhalten. Und natürlich wächst dieser ständig weiter an. Sie sind dankbar dafür und ich denke mit Recht. Schließlich bin ich auf diesem Gebiet eine äußerst kompetente Kapazität und ich meine es gut mit Kaunas und seinen Einwohnern. Ich gebe ihrem Leben einen Sinn und einen Glauben. Sie haben jetzt etwas, für das es sich lohnt zu leben. Und glaubt mir, das ist überhaupt das Wichtigste. Was ist das denn für ein Glaube? Ich denke nicht, dass ihr die Grundzüge unserer gesamten Religion in wenigen Minuten begreifen werdet und möchte sie daher nur umreißen. Die Führung durch unseren obersten Herrn und der stetige Aufstieg unserer Kultur sind die wichtigsten Merkmale unserer Religion. Stetiger Aufstieg der Kultur. Die Religion ist uns sehr wichtig. Was wisst ihr über Kaunas? Nun, vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass wir hier noch einen recht traditionellen Lebensstil haben. Das ist gut so, denn so können wir uns auf unsere Religion und die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Ah, das sind Amish oder sowas. Nichts gegen Amish. Einfach nur, das sind ja auch Leute, die sich auf einen eher traditionellen Lebensstil, die lehnen ja Technologie ab, besinnen. Also, in dem Video hieß es von Dre oder Sira, wir sollten die Leute zu dem Problem befragen. Das heißt, ich frage wirklich erstmal Oink,
Das sagt ihm überhaupt nichts. Dann gucken wir mal, was er zu dem Problem zu sagen hat. Das sagt mir überhaupt nichts. Was ist, wenn ich Probleme mache? Darüber kann ich viel sagen. Okay. Das hat eine andere Dings gegeben als vorher. Darüber kann ich nicht viel sagen. Heißt nicht, das sagt mir nichts. Das heißt, das ist tatsächlich für ihn ein Triggerwort. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Ah ja, guck mal, hier hat sein Dings hat hier Fensterchen. In diesen Raum hinein. Das ist auch schon sehr ungewöhnlich, ist er sein. Das wird wahrscheinlich der Raum sein, in dem die sich dann treffen und er den Gottesdienst in Anführungsstrichen hält. Was wahrscheinlich eher so eine Art Schulding ist, Übersichtskarte. Das ist tatsächlich eine neue Tür. Und hier ist noch eine Tür. Und hier sind Platten, ganz viele davon. Okay, da will ich speichern wollen. Ja, das könnte eine Falle sein. Speichern, nehmen wir das auch wieder Gefahr. So, schauen wir mal. Ah, nee, halt zu, auf, zu, auf, zu. Auf, zu, auf, zu. Jetzt haben wir es. So, einfach nur ein bisschen, ich bin eben zu schnell gewesen. Ah, hier werden wir angegriffen von Rinris. Und zwar jede Menge davon. Gut, da können die anderen ja ihre Magie wieder honen, wieder etwas trainieren. So, lassen wir die erstmal vorkommen. Okay, die machen schon mal nicht schlecht Schaden. 26 ist jetzt nicht gerade wenig. So, der kann den Blitzstrahl hier auf diese Reihe machen. Und die zwei greifen an. Das kann er eigentlich als Magie noch lernen. Und zwar vor allem. Also die stärkere Dämonenvertreibung ist natürlich interessant, die müsste ich ihm aber auch erstmal beibringen. Kann sich selbst schützen mit dem magischen Schild. Jetzt rennen sie alle weg. Wir haben einen umgebracht und alle rennen weg. Okay, das klingt mir so, als müsste ich sie festhalten, nichts tun. Und festhalten, naja, es klingt so, als müsste ich sie alle einfrieren mit einer Frostlawine. Damit die nicht alle wegrennen. Das heißt, die nächste Truppe von Rinri, die mir begegnet, die friere ich ein. Damit wir die Erfahrungspunkte kriegen. Also Rinri gehen schnell drauf. Machen jetzt gar nicht mal so schlecht Schaden tatsächlich. So, rasten. Ja, damit die ihre Lebenspunkte zurückkriegen. So. Und was haben wir denn hier? Sand. Wir bleiben mal am rechten Rand. Jetzt dann weiter. Da ändern sich jetzt die Wände. Da geht es nach oben. Okay. Hier ist eine Dings, was steht hier? Wer das Amulett sieht, muss sterben. Okay, es gibt also ein Amulett, das kann man sehen. Und wenn man das tut, stirbt man. Und ich nehme an, das Amulett ist hier drin. Also nochmal speichern. So. Da ist das Amulett, ein Amulett der Kraft. So, das kann er hier anziehen. Das Amulett der Kraft. Das müsste ihm jetzt Kraft geben. Schauen wir mal. So. Stärke. Ja, das gibt ihm Stärke. Okay. Und jetzt muss er sterben. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass hier vielleicht ein. Das ist, wenn ich hier hinlaufe. Nein, dass hier jetzt ein Geheimgang aufgeht. Aha. Das ist ziemlich mies. Ich habe mir schon gedacht, dass das passiert, aber ich lade den Spielstand wieder. So, ich habe das nicht aufgemacht und jetzt geht auch diese Falle nicht an. Okay, Wassereimer würde ich sagen.
Standardtaktik. Natürlich keine mit. Aber erst nochmal hier schauen. Also hier haben wir lauter blaue Schalter und bunte. Okay, wenn ich die hier drücke, dann werden die ändern die Farbe. So. Da die Schalter blau sind, versuche ich sie mal alle blau zu machen. Es kann natürlich sein, dass hier eine ganz bestimmte Farbkombination benötigt wird. Nein, das macht nichts. Okay. Da ich hier noch keinen Hinweis auf die Lösung habe, lasse ich das jetzt auch erstmal links liegen und gehe weiter. So, da müsste ich gleich wieder rauskommen, weil mehr dürfte hier nicht sein. So, für die Falle müssen entweder diese Kombination, die wir jetzt eingeben können, schaltet entweder die Falle ab oder dann verschwinden diese Dinger, diese Kraftfelder. So. Und geben uns den Weg frei. So, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Tatsächlich nehme ich auch heute nicht weiter auf. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute ein bisschen länger aufnehme, weil ihr habt es selber gemerkt, ich bin in keiner sonderlich guten Form heute. Ich weiß noch nicht mal, was ich sagen will und mir fallen die Worte nicht ein. Das ist keine gute Vorbedingung, um ein Let's Play aufzunehmen. Von daher mache ich Schluss für heute und probiere es morgen nochmal. Also bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, miau.